die Dixe Tomate 2015. Tausende Tomatenfreunde hatten sich bei uns beworben und bei vielen sind unsere Samentüten schon gelandet und eingesät worden. Einige überbringen unsere beiden Tomatenpaten auch persönlich und dieses Mal zum Beispiel ist Annette Melchak in Sachsen-Anhalt bei einer Dame, die seit Jahren Tomate züchtet und zwar hunderte verschiedene Sorten. Hallo, wir sind's. Die Tomatenpaten. Unser MDR um 4 Tomatensamen geht heute an eine Dame, die hat ganz, ganz große Chancen auf den Sieg in unserem Tomatenwettbewerb. Sie ist quasi die ungekrönte Tomatenkönigin von Aschersleben oder wahrscheinlich von der ganzen Welt, Frau Gisela Ewe. Und das ist ihr Imperium. Wie viele Tomatenpflanzen stehen denn dann hier, wenn sie dann stehen? Auf alle Fälle 200, weil wir 200 Sorten machen möchten. Aber wir wollen natürlich von jeder Sorte vielleicht zwei machen. So, dass ich schätze, zwischen 350 und 400 Pflanzen werden hier stehen. Und ich habe gehört, beim MDR gibt es Samen. Ganz genau. Da ist er, unsere Buffalo-Steak-Tomate, die wird ihren Bestand ergänzen. Oh, da freuen wir uns aber. Das ist jetzt das Herz des Tomatenimperiums, die Tomatenpflanzen-Anzuchtstation. So ganz doll viel sehe ich hier aber noch nicht. Frau Ewe, sind das schon Tomaten? Nein, das sind keine Tomaten, das sind zum Teil Gurken. Wo sind denn aber die Tomaten? Ich denke 200 Tomaten. Ja, die Tomaten wollen wir jetzt erst beginnen anzuziehen. Wir haben ja nun einen Garten, der liegt windexponiert und ist nicht besonders warm und ist auch nicht geschützt. Also wollen wir natürlich erst nach den Eisheiligen die Tomaten auspflanzen. Ja? Hier steht Tomatenbilder. Ja. Was sind denn das, die Tomaten von das den vergangenen Jahren? Die Tomaten, die wir so in den vergangenen Jahren schon gezogen haben. Tausende Tomatensamen hat Gisela Ewe gesammelt. Viele kommen inzwischen per Post von Fans aus der ganzen Welt. Das ist der Samen, der am weitesten gereist ist. Der kommt aus Taiwan. Und das ist der aktuellste, der kommt aus Thailand, richtig? Ja, genau. Das Schlimme ist nur, wir können gar nicht lesen, was da draufsteht. Wir sehen die Bilder, das sind Tomaten, ja, schon richtig. Aber was das für eine Sorte ist, wissen wir nicht. Wir können das nicht mal übersetzen. Also liebe Zuschauer, wenn Sie Thai sprechen, bitte melden Sie sich und sagen uns, was auf diesen Tüten draufsteht. Und dort wird jetzt schon für unsere MDR-Samen alles vorbereitet. Kevin, was ist denn überhaupt Ihre Aufgabe hier im Tomatenimperium von Frau Ewe? Ja, die Tomaten, die meisten auszusehen, weil Gisela das ja nicht mehr kann durch ihre Krankheit. Da kommen jetzt die Tomatensamen rein? Ja, das nimmt man eigentlich in Reptilienzucht für den Inkubator. Das ist hier schön locker, hält die Feuchtigkeit, wo auch der Samen sich besser entwickeln kann und Luft kriegt. So, jetzt kommen unsere heiligen Tomaten da rein, richtig? Ja. Was gibt's denn noch für Tipps, damit das jetzt eine ganz tolle Jungpflanze wird? Die braucht erstmal gutes Licht und Bodenwärme. Man hat ja sogar zum Beispiel Möglichkeiten, so eine wie eine Aquarienheizung unten drunter zu legen. Das machen manche. Und da wir das hier nicht haben, kann ich das aber gut ins Blumenfenster stellen. Und da hat man dann die Wärme von unten. So, das ist jetzt fertig. Das kommt jetzt schön in die Sonne auf die Fensterbank. Und ich wünsche Ihnen beiden viel Glück, damit es die dickste Tomate wird.